Und zwar wollte ich ja zu Terry. Stimmt. Da ist er. Da lassen wir direkt den Käfer hinfliegen. Jawohl. Mega nice. Hoch. Ziemlich witzig, diese Funktion, aber irgendwie auch nervig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Oh! Es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg eher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was Ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würden. Klar, gerne. Nur ich muss halt mal schauen. Oh! So geil, ey. Ja. Ob ich mir das leisten kann, muss ich mal schauen. 300 Rubine? Gerne. Aber ich habe gerade nicht so viel dabei. Damit können Sie 300 Rubine mehr tragen. Für nur 100 Rubine gehört sie Ihnen. Die kaufen wir instant. Das hatte ich schon gehofft, dass sie nur 100 kostet. Weil wenn die auch 300 gekostet hätte... Thank you! So geil, der Typ. Ja, das wäre echt etwas Shit gewesen. Wenn die auch 300 Rubine gekostet hätte. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn sie bloß bei sich tragen. Und wie der Name schon sagt... um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Ha, probieren Sie es doch selbst aus. Ich gebe sie Ihnen für 800 Rubine. Nee, sorry, Bro. Aber, das... viel kann ich noch nicht mal in meine Geldbörse packen. Oh, Sie interessieren sich also für das Schmetterlingsnetz? Damit können Sie Insekten fangen. 50 Rubine. Nee. 50 ist zu viel, Bro. Ich hätte das nicht so gerne. Ging das nicht irgendwie, dass man runterhandeln konnte? Ja, okay. Dann nehme ich's. Du hast das Schmetterlingsnetz erhalten. Oder ging das hier bei dem Dingen? Ach, okay. Na gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das noch irgendwie handeln konnte. Oh lol, man könnte sogar pennen. Okay. Bisschen unhöflich, sich da einfach knacken zu legen, oder? Naja, was soll's. Kommen wir damit nicht sogar auf seine Insel, wo er wohnt? Ich glaube, das probiere ich mal. Und er hat hier instant neue Sachen, okay. Oh, das ist eine Sektenmedaille. Sie zeigt ihn an, wo sich Insekten befinden. Das ist geil. Sorry, aber 1000 ist absolut zu viel. Ist fast das unter dem Doppelten, was wir tragen können. Für 100 Rubine? Okay, ich schau dann nochmal, ob ich irgendwo 30 Rubine finden kann. Dann lege ich mich mal hier knacken. Schau, wo ich rauskomme. Ich will mal kurz was trinken. Einen Moment, sorry. Das ist schon eine längere Aufnahme. So.
Wo sind wir hier? War da ein Käfer? Ja, dann würde ich gerne. Ah ja, Glühwürmchen. Ach so. Ja, ach ja, das war ja richtig geil sogar. Oh, ist das geil. Ist das cool. Ich liebe diese Funktion. Sorry, aber viele sagen ja, nee, das ist scheiße mit dem, mit der Bewegungssteuerung, aber ich finde das mega geil. Also gerade hier, wo das einfach echt gut funktioniert, finde ich das mega sick. Zum Beispiel in Animal Crossing finde ich das echt shit, dass man... Ach, Moment mal, da oben kann man rein? Ja! Und ich glaube, man kann sogar nur da rein, wenn es nachts ist, weil er dann hier drin ist. Also, weil er dann hier ist. Ja, okay, aber hier ist so eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Na gut, was soll's. In Animal Crossing ist es shit, weil man schlägt dann und dann ist man daneben und dann läuft irgendein Vieh weg. Aber hier kann man das schön per Bewegungssteuerung machen. Du bist also aufgewacht. Du hast so putzig ausgesehen, als du geschlafen hast. Da wollte ich dich nicht wecken. Aber du warst ziemlich schwer. Hihi. Yo, wo bin ich hier, Bro? Nun, dies ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte immer hier. Im Grunde gibt es hier eigentlich nichts Sehenswertes, aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenort fliegen, dein Wolkenvogel schläft ja bereits tief und fest. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Was? Irgendetwas an mir ist anders als zuvor? Meine Sprechweise? Meinen sie, du? Und wenn schon... Das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Oh. Du siehst aus, als würdest du wissen wollen, was das hier ist. Ich erkläre es dir. Das hier ist ein unglaublich seltenes Insekt, von dem es nur sehr wenige Exemplare gibt. Ein Dämonenkäfer. Ich liebe ihn über alles. Hui. Ach, ich dachte, ich könnte ihn stundenlang einfach nur still betrachten. Okay, was zum Teufel? Schauen wir uns das Ding mal an. Okay, der sieht echt sick aus. Gerade wie er so blau leuchtet. Nice. Schön, dass du so einen hast. Freut mich für dich. Und, Moment mal. Kann man hier... Oh, ups. Kann man... Hier... Käfer rausholen? Bestimmt. Da kann man bestimmt Käfer rausholen. Aber... Ich hatte wahrscheinlich einfach nur Pech. Ich glaube, dass aus den Bäumen auch Viecher rauskommen können. Aber vielleicht nur aus bestimmten. Vielleicht hatte ich hier jetzt auch wieder Pech. Was auch immer. Dann pennen wir wieder bis morgens. Und da sind wir schon wieder. Aber ist schon klar, dass er nachts anders ist als tagsüber, weil tagsüber muss er die ganze Zeit strampeln und naja, das ist halt extrem anstrengend, ne? Klar, dass man dann anders ist, wenn man sich dann ausruhen kann. Gratulation zum Sieg bei der Vogelreiterzeremonie. Warum machst du denn ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter? Du hast doch gewonnen. Ja. Du musst auch nicht mit meinen Problemen kämpfen. Aber ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Privatsache und so. Das hier sieht auch sehr komisch aus, dieser Spot. Ich weiß gar nicht mehr, ob der was zu sagen hat oder nicht. Aber ich... Na, lassen wir uns überraschen. So. Fangen wir noch ein paar Viecher hier. Ich weiß gar nicht, ob die auch wegfliegen können. Wenn man hier mit dem Netz rumfuchtelt. Ja, sie können auf jeden Fall da hinten hinfliegen. Wo man sie dann nicht mehr bekommt. Okay.
Nice, den habe ich. Den hätte ich auch gerne. Bisschen warten. Nein. Mann. Der ist jetzt weg, oder wie? Ja. Ja, anscheinend. Okay. Aber hier gibt es noch einen Insekt. Zack. Du hast einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenort. Achtung, kneift gerne mit den Zangen. Spawnt da immer einer? Ja, auf jeden Fall ganz geil. Kann man sich da immer einen wegsnacken. Und was wollte ich jetzt noch machen? Eigentlich wollte ich noch Glibber holen, aber wir haben ja jetzt einen neuen Schild. Also, scheißegal. Gehen wir mal lieber an die Orte, wo es Truhen gibt. Und schauen dann mal, was da so drin ist. Ach ja, genau. Ich wollte mir auch noch 30 Rubine holen. Damit wir nochmal die Rubintasche upgraden können. Wie konnte man sich boosten? Ah, mit X. Okay. Das ist da unten die Insel. So ganz kleine. Okay. Wo nur die Truhe steht anscheinend. Okay. Hallo. Oh, wie kann man denn abspringen? Mit ZR oder was? Ja, mit ZR. Okay, wunderbar. Und dann zeig doch mal, was hier so drin ist. Übrigens sind die Truhen extrem schön. Ein Herzteil. Du brauchst noch eins. Nice. Gefällt mir. Da drüben. Okay, ja. Da, worauf ich gerade gezeigt habe, da werden wir auch nochmal hingehen. Ich glaube, das könnte man so als meine Lieblingsinsel bezeichnen. Was ist das hier? Kann man da reinfliegen? Ja, man kann es auf jeden Fall benutzen, um schnell höher zu kommen. Ich dachte, man könnte das irgendwie nutzen, um sich zu boosten oder so, aber dafür gibt es nochmal Inseln hier. Zum Beispiel die, wo der Octorok gerade drauf war. Die kann man benutzen, um sich zu boosten. Da muss man so durchfliegen. Und dann boostet man sich durch so einen Luftstrom oder was auch immer. Keine Ahnung. Ach komm, gönn doch mal 5. Meinetwegen auch 20. Aber wenn wir noch ein paar Rubine bekommen. Jawoll, 5 Stück. Jetzt noch 3x5 und dann haben wir 100. Nein. War ziemlich klar, dass es nicht passieren wird. Aber wir brauchen echt nicht mehr viele, ne? Wir brauchen echt nicht mehr viele Rubine. Und sind noch welche? Leider nicht. Aber sind jetzt kaputte Krüge. Na gut. Was ist hier drin? Du hast deine Abenteurertasche vergrößert. Du kannst ein weiteres Item mit dir führen. Das ist nice. Ja, cool. Da haben sie auch ganz gut dran gedacht, dass sie das so machen, dass man dann Items kriegt, die einem was nützen.
und nicht erst irgendwie am Ende des Abenteuers dann nochmal eine Tasche bekommt. Da ist ein Herzteil. Können wir das Item benutzen? Nee. Können wir da drauf springen oder so? Gott, ey, ich weiß echt gar nichts mehr, ne? Weiß echt gar nichts mehr. Ja, stimmt. Ich glaube, ich weiß wieder, wie die das kriegen. Aber ich glaube, das wird auch teuer. Willkommen in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Was mit einer Portion? Nee, sorry. Wohl wahr. Dieser Ort ist nicht nur dazu da, um Suppe zu schlürfen. Hier trifft man auch eine Menge Illustrer-Persönlichkeiten. Okay. Also gönn dir ruhig eine Auszeit. Aber eins sage ich dir. Wehe, du stellst dir etwas an oder machst etwas kaputt. Ganz recht. Ich spreche von meinem handgefertigten und sündhaft teuren Kronleuchter. Lass bloß die Finger davon. Hast du mich verstanden? Sorry, Bro. Den werde ich gleich richtig fett kaputt machen. Du glaubst mir doch, oder? Was denn? Ich sage dir, im Wolkenort lebt ein fürchterlicher Dämon. Mein Haar hätte mich das Biest lebendig verspeist. Machst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Ich glaube dir. Ich glaube dir, mein Freund. Ey, Zirp! Was geht? Ey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe da drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Mit solchen Prahlereien wird er Kabocha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Zum Teufel ist Kabocha sie hier, oder wie? Ja, nicht schlecht, du. Hi. Ja. Hallo, du. Du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenort aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunterzubekommen. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Doch? Genau das werde ich jetzt tun. Sorry, Bro. Oh, Girl, besser gesagt. Oh, Stroh, moin. Hey, Felix, hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Ja. Stimmt, habe ich es schon mal erwähnt. Ich liebe Insekten. Genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Falls du noch keins besitzt, kannst du dir eines in Terrys Laden kaufen. Wahrscheinlich dreht er gerade wieder seine Runden über dem Wolkenhort. Okay. Soweit ich weiß, können wir die bei ihm auch später verkaufen. Er kann es nicht fassen. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Okay, bevor er uns anscheißen kann, nehmen wir das Herzteil. Du hast dein Herzteil erhalten. Damit kannst du, damit hast du nun einen vollständigen Herzcontainer. Lebensenergie wird um ein Herz erhöht. Nice. Sick. Und tschüss. Einen Moment, ich will... Ey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion so einfach gehen lasse, oder? Ey! Ah, okay. Kann ich nicht? Kann ich nicht einfach weg? Okay. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Ein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Puh, ja, okay. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht, also willst du ihm die Suppe bringen?
Ja, okay. Du hast ja gar keine leere Flasche. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Sieh zu, dass du erst wieder hier mit... dass du erst wieder mit einer leeren Flasche hier antanzt. Ja, okay. Ich glaube, es gibt zwei Optionen. Man kann entweder bezahlen oder für ihn da seine Dinger erledigen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es bringt, für ihn die Dinger zu erledigen. Aber ich glaube, ich habe als Kitty auch immer gesagt, nö, ich arbeite nicht für dich. Und habe dann einfach hinterher einen Haufen Rubine zu ihm gebracht. Damit war das Ding dann gegessen. Oder man kann auch einfach nie wieder in den Laden gehen. Was auch scheißegal wäre. Weil, naja. Ich glaube kaum, dass irgendwer da so oft hingeht, um sich Suppe zu holen. Ich meine, das ist zwar cool, dass man da noch was machen kann in einem Laden. Aber bei, ja, ist cool, bleibt's dann auch. Okay. Ich nehme ja noch die Rubine mit. Die restlichen, die es hier gibt. Und dann gehen wir wieder zum Wolkenhort. Komm, gib mir das Ding. So. Der ist da drüben. Nach unten drücken, nicht nach oben. So. Oh, und da ist auch die Insel, von der ich gesprochen habe. Die kann man dazu benutzen, um sich zu boosten. Was ich jetzt mal kurz demonstrieren werde. Ich schaffe... Jawoll. Das ist ziemlich geil. Damit kann man sich nämlich echt ziemlich schnell fortbewegen mit den Dingern. Moment mal, kann man hier oben landen? Ist anscheinend eine Secret-Insel. So wie ich das sehe. Und ich weiß auch schon, wie man da hochkommt. Alles zu seiner Zeit, Leute. Alles zu seiner Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob ich das Ding hier zu 100% spiele, weil, naja, es gibt halt extrem viel. Und ich würde natürlich noch ein paar mehr Spiele gerne spielen. Ich weiß nicht, ob ich zu ungeduldig dafür bin. Mal schauen. Mal schauen. Das Spiel hätte es auf jeden Fall verdient, zu 100% gezockt zu werden. So. Was wollte ich tun? Genau, stimmt. Ja, jetzt weiß ich wieder. Komm, sagt nichts. Ich weiß es wieder. Terry? Hallo? Wo ist der? Ist der da drüben? Ja, da ist er. Komm, lass mich die Glocke läuten. Zack. Hä? Ah, jetzt. Okay. So. Und dann können wir jetzt die nächste Rubintasche holen. Das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit können Sie 300 Rubine mehr tragen. Für nur 100 Rubine. Jawohl, die kaufen wir uns. Du hast die Zusatzgeldbörse erhalten. Ist deine normale Geldbörse voll, bietet sie Platz für weitere 300 Rubine. Nice. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Ich danke dir. Nun gut. Dann schauen wir mal. Hier auf die Karte. Was gibt's hier noch? Ich
glaube, wir sind noch nie zum Friedhof gegangen, kann das sein? Ich glaube, das machen wir mal. Ich glaube nämlich, da gibt's noch was. Ja, hier drüben. Vielleicht geht das auch nur bei Nacht. Ich schau mal nach. Okay. Okay, es hat auf jeden Fall schon mal Rubin gedroppt. Mhm. Na gut, bringt nichts. Noch nicht. Ich glaube allerdings noch zu wissen, dass man da ja was, noch was machen kann. Ich sag allerdings noch nicht was. Wie bei allen Sachen, die ich schon weiß. Aber ihr wahrscheinlich noch nicht. Also werde ich dann mal schauen. Aber ich glaube, man muss da was Bestimmtes machen. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich sammle Antiquitäten, das ist mein Hobby. Viele Gegenstände hier sind äußerst wertvoll. Pass ja auf, dass du nichts davon kaputt machst. Ja. Okay. Werde ich. Ich glaube, man muss den Shit dann hinterher richtig teuer bezahlen. Du solltest besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Okay. Hast du irgendwas zu sagen, dass da nur ein Rubin ist? Ich glaube, hier können wir noch nichts machen oder vielleicht auch generell nichts. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal raus. Und schauen nochmal bei wem anders vorbei. Hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ganz genau hier. Hi. Hallo Felix. Da rein spaziert. Ist Coco auch schön fleißig in der Schule? Der Boden, ey. Du solltest besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Ja, ja, ist gut. Ekelhaft ja alles ist. Na gut. Alles zu seiner Zeit. Ich denke, damit ist mir wieder klar geworden, ja, wir brauchen dann noch ein Item. Schauen wir dann. Obwohl, ja, schauen wir zuletzt nochmal hier in die beiden Bruden rein. Tach. Tahiba. Mein Junge ist heute wieder schon wieder voll Dreck und Öl nach Hause gekommen. Es mag ja sein, dass er mit Maschinen hantiert, aber jeden Tag alles so zu verdrecken, furchtbar. Dein Junge? Ja, hier, wie heißt er? Der Schmutzfink, der sich tagtäglich in der Werkstatt die Kleidung schmutzig macht. Du kennst ihn doch. Ständig werkelt er bis spät in die Nacht an diesen Roboter unserer Vorfahren herum. Wozu soll es denn gut sein, diesen alten Schrotthaufen zu reparieren? Oh ja, stimmt. Da sagst du was. Solltest besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da irgendwo was bekommt. Also, ja, doch. Genau das sollte ich tun. Okay. Waren wir hier schon? Nein. Oh, okay, dann. Okay. Das Ding hier habe ich vergessen. Na gut. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Wohnung, die wir sonst noch können. Ach, das... Ich glaube,
das ist die Wohnung von dem Wahrsager, oder? Schöne Sachen, die er stehen hat. Nette Bude. Ist zwar jetzt nicht so mein Einrichtungsstil, aber nice. Außer der Kristall oder der Schneemann da, dieser goldene. Keine Ahnung, ob das ein Schneemann sein soll. Aber ich glaube, also sieht zumindest so aus. So. Und zuletzt dann hier rein. Hey, Fellow aus dem Schnitt hier. Ich hab irgendwie ein bisschen verkackt hier beim Part. Also ist das hier jetzt schon das Ende? Sorry dafür, aber ich habe am Ende nichts mehr Wichtiges gemacht. Ich bin einfach nur noch ein bisschen durch die Wohnungen der einzelnen Bewohner gegangen und dann habe ich den Part beendet. Also nicht so schlimm, was soll's. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.